Ja, mein letzter Deprit Italia Test ist jetzt schon wieder 3 Jahre her. Es ist also wieder mal Zeit für ein Update. Diese Seite ist jetzt quasi erstmal nur eine Information, welche Hoster unterstützt werden. Aktuell gibt es ja nicht so den Monopolisten auf dem Markt. Interessante Hoster, die man auf der Liste findet, sind zum Beispiel Turbobit, Uploaded, Rapid, Gator, DDL, TO. Interessant auch an der Liste sind die Tageslimits, die manchmal schon ganz schön krass sind. Zum Beispiel bei Rapid Gator sind es nur 5 GB. Auf der anderen Seite bei Uploaded wiederum habe ich 350 GB. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache, je nachdem, welche Hoster für euch halt in Frage kommen. Kommen wir mal zur Kompatibilität. Wie kann ich denn tatsächlich herunterladen? Eigentlich stehen mir da 3 Möglichkeiten zur Verfügung. Browser, Web Interface und Download Manager. Bei Browser meine ich die Browser Add-ons. Die werden auch prominent beworben auf der Seite. Problem ist, nur kein einziges lässt sich installieren, hat mir der Support auch so bestätigt, dass sie das wohl mal fixen müssten. Ja, toll, dann brauche ich es auch nicht bewerben. Egal, kommen wir zum Webinterface. Das hat immer funktioniert, zumindest bei dem, was ich getestet habe. Ich konnte also im Browser die Links ganz normal runterladen. Ja, der spannendste Punkt ist aber der Download Manager. Da sind auch ein paar aufgelistet hier in der Liste. Der spannendste ist aber nicht dabei, nämlich der JDownloader. Wir probieren mal, ob es trotzdem geht und ihr könnt sehen, dass es geht. Hier habe ich meine Accountliste, da kann ich den Hoster eintragen und Login hat funktioniert und dann konnte ich auch sofort zum Beispiel hier von Uploaded runterladen. Wenn wir schon beim Runterladen sind, dann gehen wir doch gleich zur Geschwindigkeit. Hier habe ich mal Uploaded getestet und da habe ich meine komplette 500 Mbit Leitung ausgelastet bekommen. Gibt es eigentlich auch nichts zu meckern an der Stelle. 3 Hoster aus der Liste habe ich getestet. Einmal Uploaded, einmal RapidGator und einmal DLL.to. DLL.to hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, musste ich auch wieder den Support kontaktieren. Aber dann hat es funktioniert und auch bei einer sehr passablen Geschwindigkeit. Der Support ist quasi nicht vorhanden. Ich habe zwar gesagt, ich habe Antwort bekommen, aber nur sehr schleppend und wahrscheinlich auch nur, weil ich als Pressekontakt da ja bei denen mal mich vorgestellt habe. Meine Erfahrungen aus dem letzten Test waren ähnlich, da wird dann teilweise gar nicht geantwortet. Jetzt hier zum Beispiel die Sache mit DLLTO, die wurde behoben, aber ohne mir das mitzuteilen. Die Seite ist auch schlecht übersetzt, vieles ist einfach nur auf Italienisch zu finden. Aber das wirklich Interessante an dem Hoster sind tatsächlich die Preise. Die haben sich nämlich gewaschen, die sind nämlich niedrig, also sehr niedrig. Und wenn man da mal zum Beispiel hier bei 30 Tagen schaut, 4,50 Euro, da können andere Multihoster in der Regel nicht mehr mithalten. Man liegt also deutlich unter einem einzigen Account für einen File-Hoster. Ja, dann kann man sich am Ende wahrscheinlich über diese Limits auch gar nicht beschweren. Da kann man sich im Zweifelsfall 2 Deprit-Italia-Accounts kaufen und damit dann einfach weiterladen. Das macht ja der JDownloader dann im Zweifel automatisch. Vor allem die längeren Laufzeiten finde ich sehr, sehr günstig. Zum Beispiel ein halbes Jahr für nur 13,50 Euro. Oder gleich ein ganzes Jahr für nur 24 Euro. Die komplette Wertung des Hosters findet ihr jetzt auf meiner Webseite. Bei meinem letzten Test habe ich als Fazit gezogen, dass ich den Hoster nicht wirklich empfehlen kann. Das sehe ich jetzt etwas anders, da ich weniger Schwierigkeiten hatte. Der JDownloader auch die 3 Hoster problemlos dann am Ende runtergeladen hat, bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, vor allem unter Einbeziehung des Preises, euch eine Empfehlung für diesen Hoster mal zu geben. Was halt komplett fehlt, bei was bei anderen Multihostern manchmal dabei ist, sowas wie Usenet oder Torrent findet man halt einfach nicht. Also man hat hier wirklich es mit einem reinen Multihoster zu tun.